Das Wort Atheismus stammt vom altgriechischen Atheos ab. Das bedeutet so viel wie gottlos. Atheisten sind also Menschen, die überzeugt davon sind, dass es keinen Gott gibt. Nun ist diese Haltung nicht überall gern gesehen. Überall gibt es kirchliche Einrichtungen, von Kindergärten über Schulen bis hin zu Krankenhäusern. Und das sind ja nur die christlichen Einrichtungen. Gibt ja auch noch andere. In all denen sind Atheisten nicht gerne gesehen, wenn sie ihre Überzeugung hinausposaunen. Doch es gibt durchaus Gelegenheiten, bei denen Atheisten ihren Unglauben offen vertreten, und zwar unter Gleichgesinnten. So beispielsweise bei der Atheistentagung in Köln. Stefan Reinbey hat sie besucht. In Köln fand unlängst die erste internationale atheistische Tagung statt. Hier wurden überraschenderweise keine Kreuze verbrannt, sondern angebliche Missstände angeprangert. Heiden, so wird hier behauptet, werden im öffentlichen Leben benachteiligt. In sozialen Einrichtungen der kirchlichen Vereine beispielsweise sollen angeblich nur Christen beschäftigt werden. Entschuldigung, dürfen wir bei der Caritas auch Agnostiker putzen? Agnostiker, das muss richtig sauber werden. Tatsächlich, das geht nicht. Ingrid Matthäus-Meyer, Bundestagsabgeordnete, ehemalige Verfassungsrichterin und Gottesleugnerin, setzt sich für Arbeitnehmerrechte in kirchlichen Einrichtungen ein. Bei den rund 1,2 Millionen Menschen, die in Diakonie und Caritas arbeiten, etwa als Krankenschwester, als Pfleger, sogar als Putzfrau, steht in der Anzeige, sie müssen sich identifizieren mit der Meinung der katholischen Kirche. Das ist doch hirnrissig. Arzt fliegt raus, weil er wieder heiratet. Kindergärtnerin fliegt raus, weil sie Ehebruch begeht. Schwule fliegen raus, sobald man sie outet als Schwule. Den Kirchen ist es gelungen, bis heute den Menschen vorzuspiegeln, als ob ein großer Teil der Kirchensteuer in die sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kindergärten, Altenheime, Pflegeheime geht. Das ist nicht der Fall. Null. Null kommt von der Kirche, aber sie lieben es, dass es den Eindruck gibt, weil sie damit den Menschen sagen können, eure Kirchensteuer, die wird da und dafür benutzt. Im Gegenteil. Also mit null Geld noch bestimmen, wie sie sich in ihrem privaten Leben verhalten, das ist wirklich skandalös. Gut, kirchliche Einrichtungen sind eine Sache. Wie sieht es aber an öffentlichen Schulen aus? Entschuldigung, finden Sie, dass Atheisten hier in der Schule unterrichten sollten? Also ich bin absolut dagegen. Wir leben hier in Deutschland und wir sind Christen. Der Vater hat recht. Zumindest in der Schweiz geht das offenbar nicht. Valentin Abgottsporn war früher einmal Lehrer im Wallis. Seit er entlassen wurde, hat er viel Zeit. Deshalb ist er diese Woche nach Köln zum Atheistenkongress gekommen. Also ich habe mich wirklich auch gestört, wie präsent die Religion dort ist. Also fast jede Woche eine Schulmesse, Rituale wie Firmung und Erstkommunion werden während der Schule vorbereitet und Kruzifixe in allen Schulräumlichkeiten. Es kam dann die klare Forderung, du hängst jetzt das Kreuz da auf, du hältst deine Klappe und so weiter. Schlussendlich ist es dann so weit gekommen, dass die mir fristlos gekündigt haben. Also finanziell und emotional war das schon eine ziemliche Sache. Also auch nachher noch Briefe zu bekommen, spring jetzt endlich von der Brücke, nimm Rattengift und solches Zeug. Das geht nicht so spurlos an einem vorüber. Bibelsprüche im öffentlichen Nahverkehr hat man schon öfters gesehen. Wenn Christen dort werben dürfen, dürfen Ungläubige das dann auch? Entschuldigung, dürfen Atheisten ihren Bus bekleben? Ich glaube, die haben es mal ins Hirn geschissen. Richtig, das geht nicht. Nur Christen dürfen das. Dr. Carsten Freerg, ungetaufter Sozialwissenschaftler und verantwortlicher Redakteur des humanistischen Pressedienstes, hat es versucht. Die Idee war, dass in Köln, in Berlin und in München ein Bus 4 Wochen lang durch die Straßen fährt. Das wurde sofort von den öffentlichen Verkehrsbetrieben abgelehnt. Wir fahren keine weltanschauliche Werbung. Und dann haben wir in anderen Städten angefragt, weil in Dortmund fuhr ein Christenbus. Abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Und als wir dann 18 Städte mit 18 Absagen hatten, sagten Medien, hoppla, wo leben wir denn? Unsere Absicht war zu sagen, Leute, wenn ihr nicht religiös seid, zeigt es. Wir zeigen uns mit diesem Bus. Da stand ja nun drauf auf Deutsch, es gibt, Klammer auf, mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Klammer zu, keinen Gott. Natürlich haben wir Religionsfreiheit, aber es gibt also einige Unverschämtheiten, die da von kirchlicher Seite geäußert werden. Und dagegen einfach pluralistisch zu sagen, halt, stopp, auch uns gibt es, auch wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir haben Werte und wir zeigen uns, dass wir weder den alten Damen die Handtaschen stehlen, noch die kleinen Kinder von den Bordsteinen schubsen. Unbestreitbar sind Atheisten ein Teil unserer Gesellschaft. Aber gehören sie deshalb auch gleich in die Kirche? Entschuldigung, darf ein ungläubiger Pastor sein? Nein, mein Sohn, das geht nicht. Wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Richtig, so hat es ja schon Martin Luther gesagt. Aber warum eigentlich nicht? Als Dr. Paul Schulz noch ungläubiger Pastor in Hamburg war, rannten ihm die Leute die Kirchentüren ein.
Im Grunde ist ein Pastor ein Servicemann. Er ist nicht dafür da, dass einzelne Dogmen durchgesetzt werden. Er ist dafür da, dass Menschen, die in einem Existenzprozess sich befinden, von ihm begleitet werden, damit sie selber zu ihren Ergebnissen kommen. Ich kann nicht, weil ich dies verdiene und lebenlang ein Gehalt als Beamter bekomme, Dinge erzählen, die ich nicht vertreten kann. Und das führte zum Konflikt, dass die Kirche mir dann, die 8 Jahre lang einen Ketzerprozess gemacht haben, weil sie behauptet hat, dass ein Pastor an Gott glauben muss. Und das führte zu einem Schlussurteil, dass sie mich dann kurzerhand dann aus der Kirche entlassen hat. Ich schaue mich noch etwas um auf der atheistischen Tagung. Der großzügige Bücherstand präsentiert agnostische Schriften für jedermann. Sogar ein atheistisches Bilderbuch für Heiden im Vorschulalter habe ich gefunden. Die Redner im Saal fordern Engagement für die atheistische Überzeugung und in den Gängen feiern die Besucher ihren Unglauben. Kurz gesagt, Stimmung wie auf dem Katholikentag. Ein Lehrer, der beschimpft und entlassen wurde, weil er nicht an Gott glaubt. Ein Pfarrer, dem ein Ketzerprozess gemacht wurde. Das sind einige der Menschen, die Stefan Reinbey auf dem ersten Atheistenkongress getroffen hat. Der fand ausgerechnet im heiligen Köln statt, dem Sitz des größten Erzbistums Deutschlands mit rund 2,1.